Wieso sind hier jetzt überhaupt so viele Faschisten? Wieso ist es so still geworden? Sagt mir nicht, ihr habt die Dämonen getötet. Oh, hör mal auf zu wackeln! Alter, ich kann nicht zielen, wenn du so hin und her wackelst. Und ich brauche dringend eine neue Maske. Obwohl ich die gerade eben erst gewechselt habe, ne? Das ist, belastend. Ist einer von denen eine Maske dabei? Ja, hier war zumindest ein Filter, das ist ja schon mal was. Es sind auf jeden Fall überall Löcher, die ich dann auch quasi so als Deckung benutzen kann. Wohl auch wegen der Dämonen, ne? Das Problem ist, wenn ich die Dämonen nicht sehe, kann ich mich nicht vor ihnen verstecken. Jetzt zumindest wieder in den Untergrund. Das ist ja schon mal. Da werde ich ja nicht unbedingt. Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich muss das riskieren. Da werde ich ja zumindest die Maske wahrscheinlich erstmal nicht mehr brauchen, ne? Hallo Ullmann, vermute ich mal. Ullmann trägt keine Atemmaske, also kann ich meine wohl auch absetzen. Okay, also hier diese Pistole finde ich tatsächlich gar nicht schlecht für das, was wir damit machen. Zwei Tagebucheinträge, ja, das wird sich ja finden lassen, ne? Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Was hast du mir dahin gelegt? Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. Okay, was soll ich damit? Ich mag meine tatsächlich lieber. Ja, machen wir uns erstmal ein bisschen Strom hier. Andere Seite, okay. Du weißt, was mit jenen passiert ist, die es versucht haben. Bastarde. Ich muss da rein. Scheiße. Der Riester. Hier ist niemand. Shit. Ich habe nicht gewusst, hätte, dass der aufsteht. Aber ich muss da rein, da ist ein Tagebuch drin. Dein Ernst? Und gleich wieder der Alarm fürs ganze Ding. Ja, nee. Nee. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt.
Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ja, da legt mir jetzt da die Pistole hin. Okay, nett. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Paulix auf dich warten. Ja, ist gut. Sie vermissen ihren Vater. Und deine? Ich weiß nicht. Hab sie seit Wochen nicht gesehen. Und jetzt hängen wir hier fest. Ja. Wer braucht das alles schon? Aha. Und wer ernährt eure Kinder? Hm? Das Militär vielleicht? Einfach abwarten, gucken, in welche Richtung er geht. Was für ein Leben. Vielleicht die Familie schnappen und nach Gansa gehen? Du weißt, was mit jenen passiert ist, die es versucht haben. Bastarde. So, er steht jetzt auf und marschiert los. Und macht dabei sein Licht an. Die Frage ist, geht er nach links oder nach rechts? Er kommt hier lang. Hey, was soll denn? So. Diesmal hat er keinen Alarm geschlagen, ne? So. Neuer Tagebucheintrag. Wir tragen alle kugelsichere Rüstungen. Selbst nachdem wir die Weste und alles andere abgelegt haben, sind wir noch immer von Kopf bis Fuß in einen Schutzmantel gekleidet. Wir haben Angst, uns anderen Menschen zu öffnen, unsere Gefühle zu zeigen. Wir haben Angst, dass jemand unsere Gedanken verstehen könnte. Wir verstecken unsere Gesichter unter Gasmasken, aber darunter befindet sich noch eine Maske. Ullmann, der ewige Optimist, der leichtherzige Scherzbold. Sein wahres Gesicht habe ich nur einmal gesehen, als sein Kamerad starb. Zu Tode erschöpft. Fast verzweifelt, so sah er aus. Nur für eine Sekunde. Einen Augenblick später hatte er seine Panzerung zurück und war wieder der alte, fröhliche Mensch. Ich habe nie versucht, ihn noch einmal zu öffnen. Das macht man in der Metro nicht. Und ich werde mich auch bestimmt nicht für jemand anders öffnen. So. Hinein. Hier ist Licht an. Ich mache natürlich jedes Licht aus, auf das ich hier stoße, ne? Frage ist, war das so schlau, den hier zu töten? Die hat auch einen Schalldämpfer hier, ne? Aber die hier ist zielgenauer. Der Rest der Metro versinkt in Scheiße.
Aber wir nicht. Und warum? Weil wir einen Befehl haben. Und wenn wir nicht jeder Station auf der Linie unsere Willen aufziehen, geht es uns an den Kragen. Tun wir die Leute nicht leid. Für sowas ist es zu spät. Gewöhne dich gerade. So, wo lang bewegt ihr euch jetzt? Der kommt hier hinten lang, oder? Das ist ein anderer Tunnel, oder? Ja. Da ist ein anderer Tunnel, aber der kommt hier hinten lang, oder? Das heißt, er sieht ihn da gleich. Ich weiß doch nicht, wo der andere hin verschwunden ist. Die Kommunisten sind hier. Umsingelt den Kommunisten! Die haben mich gesehen, ne? Wie auch immer sie das gerade gesehen haben. Also der patrouilliert da unten noch in aller Ruhe. Aber hier sind die Suchscheinwerfer an. Ich gucke erst nochmal auf der anderen Seite, wie sich das da entwickelt hat. Na gut, dann nieten wir die Kerle um. Sollen wir nach den Kommunisten suchen? Schaut doch mal um. Und vergesst nicht, dass wir uns gegenseitig Rückendeckung geben müssen. Verdammt, wo könnte der Kommunistenbastard sein? Hey, du! Auch wenn die mal einen Moment stillhalten würden da. Sofern du nicht mutiert bist. So, jetzt finden die vielleicht die Leichen und bleiben dann immer so entsetzt stehen. Geben mir die Möglichkeit, die einen nach dem anderen abzuknallen. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen, wenn die da von links kommen, ne? Suchen wir den Kommunisten. Sagte er, während er neben der Leiche seines erschossenen Kameraden stand. Die Luft ist hier rein. Vorsichtig. Geben wir uns gegenseitig. Haltet eure Augen offen. Niemand hier. Was jetzt? Vorwärts? Was haben wir hier? Ja. Munition und sowas. Aufpassen. Alles klar. Könnte es sein. So, ist das jemandem aufgefallen? Das ist ja auch eine interessante Frage, ne? Hey du, Kommunistenfreak, komm raus! Ja, komm raus, damit wir dich ansehen können. Dann ist die Frage, sucht da unten überhaupt jemand nach uns? Ja, beziehungsweise, wo sind die Kerle, die nach uns suchen? Das ist die interessante Frage. Da ist zum Beispiel einer. Solange die nämlich nicht wissen, wo ich bin, ist das hier Heimvorteil ich. Ich glaube, ich hier. Nein, nicht. Verdammt, wo können
So, wir könnten jetzt nochmal auf die andere Seite rüber. Können da auch mindestens einen noch ausschalten, der ist ja da hin und her patrouilliert, ne? Dann gucken, nee, wir können mal von hier gucken. Wir wissen ja, dass hier welche unterwegs sind. Da ist zum Beispiel einer. Und den nehme ich schon mal los. So, nichtsdestotrotz gucke ich jetzt hier nochmal auf die andere Seite. Da ist ja einer patrouilliert. Wenn ich den jetzt ausschalte, dann muss ich mich auch später nicht um den kümmern. Da ist er. So, dann können wir nämlich hier nochmal weiter gucken. Aufpassen, Leute. Was ist los? Etwas. Die Kolonisten sind in der Nähe. Bin mir nicht sicher. Aber wir bleiben besser wachsam. Die haben uns auch wahrgenommen. Wir wissen aber nicht so wirklich, wo wir sind. Der wusste jetzt, wo wir sind. Und der wusste es. Aber die sind jetzt beide wieder weg. Man kann das ja auch pazifistisch mit Schleichen erledigen. Das ist wahrscheinlich wesentlich besser für unser Karma. Aber ist auch um einiges nervenaufreibender, glaube ich. Eine wichtige Frage ist, komme ich da runter, beziehungsweise komme ich von da unten wieder hier hoch? Was war das gerade? Hast keinen Strom mehr. Das haben wir, glaube ich, noch nie gehabt, ne? Wahrscheinlich können wir hier rüber runter. Viel Dunkelheit schaffen hier. In der Dunkelheit habe ich denen gegenüber nämlich den Vorteil. Die haben nämlich keine Nachtsicht. Das ist halt wieder so ein relativ großes Areal, ne? Wo man wieder nicht weiß. Wir finden dich gleich. Welchen Weg man sinnvollerweise geht. Um nichts zu verpassen. Ja. Wo zum Teufel versteckt er sich? Also idealerweise geht man ja alle Wege. Guck mal, da ist einer.
Hier sind mindestens zwei da oben.